Jo, guten Morgen Leute, was geht? Ich komme gerade von einem kleinen Wake and Bake Fun Ride mit der 5.1. Bin jetzt mal in die andere Richtung gefahren des Ufers. Gibt auch ein Raw-Video höchstwahrscheinlich. Richtig geile Optik und endlich ist der Motor auch eingefahren. Alle, die jetzt neu dabei sind, es gibt noch einen Teil 1. Verwüste, verwüste! Ja, meine Kupplung ist am Sterben, Junge. Von dieser Vlog-Serie. Du Wichser, ich hab gleich. Unbedingt Teil 1 gucken, das wird Teil 2 sein. Was heute passiert, weiß ich noch nicht. Wir besuchen auf jeden Fall wieder die Katze hinten. Da vorne ist auch eine Katze übrigens. Und dann heute Abend fahre ich sicher auch nochmal. Also kommt einfach mit auf die Tour der güldenen Woche. So viel sei gesagt, was ist die güldene Woche, die goldene Woche? Eine Woche lang spielt Geld keine Rolle. Die goldene Woche bedeutet, wir haben uns eine geile Villa geholt und ansonsten scheue ich in dieser Woche keine Kosten und keine Mühe für einen geilen Trip. Genug gelabert, schon mal Abo setzen, wer es noch nicht gemacht hat. Let's go! Jetzt hätte ich es fast vergessen. Code QWERLY. 10% sparen im Grenzgängershop. Der Code ist gültig bis zum 20. November. Ist ein Sonntag. Jetzt oder nie. Viel Spaß beim Weihnachtsgeschenke shoppen. Perfect roads, what the fuck? Can you see the corners there and there? Just everything wet, but... Ich habe jetzt gerade noch ein zweites Raw-Video aufgenommen, weil ich hier so eine geile Strecke noch per Zufall gefunden habe. Leider noch alles nass, aber es ist viel zu krank. That's just amazing. Viel zu krank, Leute. Dieser View da hinten. That's too incredible to believe. Bitte, gebt euch mal diesen Look. This is the shit I was dreaming last night of, and now I did it. Believe in your dreams, guys. Junge, Junge, Junge. Gibt es erstmal Frühstück, wir haben gerade mal 9 Uhr. Der frühe Vogel fängt den... Was fängt der? Fängt sich auf jeden Fall keinen Strafzettel ein. Was jibbert denn hier? Was jibbert denn hier? Ja, wer ist denn da? Ein Doku. Wenn das jemand sieht, gibt es Ärger. Komm raus. Raus. Raus jetzt. Hallo. Hallo. Ja, Sitzplatz. Hallo, jetzt leg mich alles an. Hallo, jetzt lass mich. Jetzt stinkt meine Hand nach Hund. Oh ja, so ist lieb. Ihr fragt euch sicher, wo kommt der Hund her? Es war gerade der Hausbesitzer da und hat mir hier noch eine Fitnessstation aufgebaut. Chillig. Kann man sich ja mal ein bisschen pumpen. Jo Leute, gebt euch mal, die Wolken hängen in den Bergen. Viel zu krass. Ganz wild, ganz wild. Shit.
Jo, Leute, also heute wird es nichts mehr mit der Roomtour. Wir sind jetzt erst zurückgekommen. Ich kann ja schon mal ein bisschen teasern, aber morgen wird es schöner gemacht. Abendessen gibt es jetzt noch. So sehen richtige Kartoffeln aus, Leute. Das ist ein episches Ding. Schneid die bitte wie ein Herz zu. Mhm. Jo, servus Leute, hier bin ich wieder. Es ist schon der nächste Tag. Gestern habe ich jetzt nicht so viel gevloggt, aber jetzt bin ich wieder früh aus dem Bett und gönne mir hier gerade einen richtig geilen Morning Ride. Also ich habe echt eine weite Strecke ausgesucht, locker über 100 Kilometer, wo ich jetzt hoffe, dass ich das mit dem Tank bis zur nächsten Tankstelle schaffe, weil ich bin wirklich hier in der Pampa. Ja, hier mache ich gerade Pause, mache mal einen Akkuwechsel, aber bis jetzt war es schon richtig krank. Clean! Geil! Geil, geil, geil. Ja, die versprochene Roomtour, die gibt es jetzt noch nicht. Muss ich erst noch die Bude aufräumen, aber wir wollen später auch noch an den Strand. Also gibt es erstmal ein bisschen Water Action und dann wird es wahrscheinlich schon dunkel sein. Aber wir gucken mal, die Roomtour kommt auf jeden Fall noch eine Woche, eine goldene Woche Luxury. Fucking Luxury, let's go! Der Look mit diesem Hintergrund ist einfach viel zu krank. Laut Google Maps komme ich da hinten jetzt gleich noch irgendwo an den See. Also ich bin echt mal gespannt, da sieht man glaube ich schon ein bisschen. Lassen wir uns mal überraschen. Ja! Jo, ich bin jetzt noch aufs Schloss gefahren. Auch ein ziemlich geiler Ausblick hier. Sehr geil. Und ihr wisst ja, Code Quirly. 10% auf alles bis zum 20. November. Auch auf Rucksäcke. Wir suchen gerade noch einen Strand, einen schönen. Aha, der fährt ein Laser. Ist da jemand cross gefahren? Ich krieg dich noch. So Leute, wir haben hier jetzt einen Strand gefunden. Das ist ein halber Lost Place. Jetzt schauen wir mal, wie weit wir da mit dem Auto vorfahren kommen können. Oh, ein Camper. Ein Camper. Ja, so wie es außen aussieht, so sieht es auch innen aus. Hier auch noch. Ja, ist jetzt nicht so der Surferstrand, wie ich ihn gerne hätte, aber dafür sind wir einfach alleine. Wir gehen jetzt hier hin, dann sind wir alleine und da hinten ist eine Bar. Und da sehe ich schon, die haben einen Grill an. Vielleicht, ich weiß nicht, ob das geschlossene Gesellschaft ist. Vielleicht legen sie ja noch einen Chorizo drauf für mich. Und das ist halt auch geil. Das ist geil. Sollen wir da reinliegen? Schatz. Das ist voll nice. Da ist jetzt auch kein heftiger Sand. Entschuldigung, dass ich dir wieder reingeredet habe. Ich habe auch ein Video gemacht. Das ist Aussage gegen Aussage. Komm, mach jetzt. Mach jetzt. Nein. Doch, mach jetzt. So, auf den ersten Blick mag man meinen, oh, das ist ja nicht mal Sandstrand. Aber das ist eigentlich ganz geil, weil dann schleppt man schon nicht so viel Sand später ins Auto mit. Und da kann man sich viel leichter sauber machen. Also ich finde es mega, das ist kristallklar, das Wasser. Jetzt freue ich mich aufs Baden. So viele Steine in den Trocks.
Leute, es riecht so gut, aber ich glaube, die machen nur für sich eine Grillparty. Es riecht so geil einfach. Ich glaube, ich setze mich dazu und esse eine Wurst. So, hier ist deine Höhle. Viel Spaß. Also wenn du auf Caving stehst, dann kann man da hinten noch durch ein Loch gehen. Aber nicht zu empfehlen. Also ich glaube, diese Bucht, die ist komplett verlassen. Da könnte man sogar Verkehr haben.